Hola hombres und so weiter. Ich habe heute eine wichtige Frage. Nämlich, ich fahre morgen in Urlaub. Und da habe ich ein Problem, sage ich jetzt mal. Ich möchte vloggen, aber ich weiß nicht genau wie. Denn ich war 2 Wochen in Urlaub und es gibt, klar, es gibt Tage, wo wir irgendwas Nices machen, wo ich auf jeden Fall filmen werde. Aber ich glaube, wenn ich jetzt 2 Wochen irgendwie Daily Vlogs, die ich dann halt aufnehme und dann, wenn ich wieder zu Hause bin, schneide und hochlade, das wäre hart langweilig, weil wir sind halt irgendwie alle, wir sind halt, I don't know, wir sind 14 Tage oder so, ich glaube, oder 16 oder so, das sind wir weg. Dann sind wir davon wahrscheinlich irgendwie 10 am Strand und machen dann ein paar Tage was, irgendwas Krasses zum Beispiel. Wir hatten vor, mal einen Tag zum Platzwitzer Seen zu fahren. Für die, die es nicht wissen, googelt einfach, das ist ziemlich geil da. By the way, hi. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Gut, ich glaube, der leckt ein bisschen. Und ja, das ist halt so die Sache. Wenn ich jetzt Daily Vlogs machen würde, wäre es wahrscheinlich, glaube ich, hart langweilig auf Dauer, weil es halt an 10 Tagen nur das Gleiche ist. Dann war meine Idee zu sagen, okay, ich mache Tage, wo irgendwas passiert, sprich Anreise, Abreise und dann halt noch so die Tage, wo irgendwas nice ist und vielleicht mal so ein Tag zwischendrin. Da muss ich aber sagen, da ist es halt mein Problem, dass ich irgendwie sage, ich kann zum Beispiel, wenn ich irgendwie mal frühmorgens aufstehe und einen Zeitraffer von dem Sonnenaufgang mache, das sollte ja einigermaßen machbar sein, abgesehen davon, dass ich keinen Bock habe, so früh aufzustehen. Oder willst du mich verarschen? Ich, alter Vater. Aber so prinzipiell sollte das ja machbar sein. Aber sowas kann man dann halt scheiße einbauen. Dann war meine Überlegung, ein richtig fettes Video zu machen, was dann aber wahrscheinlich ziemlich lang wäre, weil ich meine, 2 Wochen ist eine lange Zeit. Ja, das hätte wahrscheinlich keiner gedacht. Und alter Vater, kann mein Handy bitte mal die Fresse halten. Bruder, du spammst mich mit dem Punkt, der keinen Damage macht. Vielen lieben Dank für diese Logik. Endlich mal ein paar Hits auf den. Und das sind halt so Möglichkeiten. Ey, kann meine Schwester mal aufhören, mir Fotos zu schicken? Meine Fresse. Das sind halt die Möglichkeiten. Jetzt seid ihr dran. Lol. Ich glaub's auch. Jetzt seid ihr dran, wie genau ich's mache. Also ich habe mir schon ein Konzept und sowas überlegt, das heißt, also wenn, für den Fall, also was ich mache, wenn, wie, welche Variante ich mache, aber, aber ich bin mir da halt nicht sicher, welche ich machen soll. Und die Videos sollen ja schließlich für euch sein, deshalb kommt ihr jetzt ins Spiel. Will die mich verarschen, die ruft mich jetzt an. Schreibt mir bitte einfach die Meinung in die Kommentare. Bis dann, ciao.